Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute an der Filteranlage, an der gepumpten Filteranlage von Günther. Wir haben den Teich gesehen. Teich 20.000 Liter, Besatz 15 Fische. Wasseraustauschrate ca. 5 bis 7 Kubik irgendwo. Ich schätze es mal auf 6. Und wenn man hier sieht, liegt man da, glaube ich, relativ richtig. Und als wir den Teich angeschaut haben, zusammen mit Günther und dann hier hinter gekommen sind, dann haben wir das alles angeguckt. Dann sagt er, alles Eigenbau. Also er sagt wirklich, Koi-Hobby findet er toll, ist aber nicht bereit, da Tausende und Abertausende Euro dafür auszugeben, sondern für ihn muss es A, selber gemacht sein und B, preislich überschaubar. Und dann habe ich gesagt, ja, was kostet hier jetzt die ganze Filteranlage? Wir haben immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Kammern. Dann sage ich, 1000 Euro. Sagt er, ach was, nie. Sagt er, so ein Behälter kostet 45 Euro im Baumarkt. Und das, was an Filtermaterial alles gebraucht hat, ca. nochmal 400 Euro, also rund 600 Euro und die Filteranlage hier ist gebaut. Und da muss man sagen, für 600 Euro gehen Sie mal in einen ganz normalen Filterkatalog von irgendjemandem, können Sie auf den Koi Company gehen, was ein Mehrkammerfilter kostet. Für 600 Euro kriegen Sie die Fracht. Das ist jetzt frech, das ist natürlich nicht so, aber das ist schon günstig. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn man gewisse Fließschemen einhält, und hier hat er einfach oben raus, runter, unten in den nächsten Behälter rein, wenn man das Fließschema einhält und wenn man die Filtermaterialien so setzt, dass sie nicht verstopfen können, dass sie gut angeströmt werden, dass die Bakterien sich da vernünftig drauf ansiedeln können, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Der Bakterie ist es egal, ob die in einem Magenfilter sitzt oder in so einem Regenfass oder manche bauen sie ja sogar aus Mülltonnen, diese Filter. Also das spielt überhaupt keine Rolle und wir werden im nächsten Block werden wir auch noch die Leistungsfähigkeit dieser Anlage überprüfen, indem wir noch eine Wasseranalyse machen. Aber jetzt schauen wir uns das Ding einfach mal von der technischen Seite vom Aufbau her an. Wir haben hier vorne, das sehen Sie ja noch aus dem Ding, das ist die vorderste Kammer. Wie viel fütterst du am Tag? Circa? Von den Tassen, drei Viertel. Drei Viertel Tassen? Also das sind rund 600, mit 300 Gramm. Drei Tassen, gell? Aber nur drei Viertel gefüllt. Also 300, 200 Gramm. Ja, also nur, dass wir mal ein Gefühl dafür haben. Hier ist die erste Filterkammer. Darf ich das mal rausmachen? So? Ja, die erste Filterkammer. Da ist oben eine Japanmatte nochmal drauf. Hier ist ein Filter Schaumstoff. Und jetzt wird es nur drüben und hier unten sind Filterbürsten. Also das ist die erste mechanische Vorfiltrationskammer. Die muss er alle 1,5 Wochen reinigen, damit das Wasser vorne wirklich sauber bleibt. So, und das muss ich auch sagen, das ist jetzt mal rein vom Aufwand gesprochen etwas, wo man akzeptieren kann. Wenn man, wie lange dauert das Reinigen? Stunde, halbe Stunde? Dreiviertelstunde. Er hat natürlich auch gleich gesagt, jetzt, nachdem ich deine Blogs angeguckt habe, alle, wie das mit den Bürstenfiltern funktioniert, das ist genau, auch hier sehen wir es besser, das ist, Linda, würdest du mal das so halten? Übrigens hat sich der Richie darüber aufgeregt, dass du beim letzten Mal total gebackelt hast. So, das ist jetzt genau die Art und Weise, wie Filterbürsten nicht eingebracht werden sollen. Das Wasser wird zwar richtig, kannst du das hier mal zeigen, wenn du hier runter gehst, das Wasser wird zwar hier von der ersten Filterkammer abgeleitet, in die zweite Filterkammer unten rein, geht von unten durch, aber jetzt habe ich ja nur noch eine Anströmfläche von, ja, ich sage mal, einen halben Quadratmeter. Und dieser halbe Quadratmeter, der setzt halt relativ schnell zu. Durch das, dass ich hier jetzt eine Vorkammer habe, wo schon mechanisch gefiltert wird, ist das okay. Ja, die Kammer muss anscheinend auch nur alle 6 Wochen gereinigt werden. Wäre das aber die erste Kammer, so wie da drüben es auch ist, dann ist es einfach so, dass es relativ schnell zusetzt. Ich habe eine Zwischenschicht. Die sind nicht auf dem Boden. Ich bin okay. Vom Boden weg und da sind lauter Löcher in den Blech. Genau. Kommt von überall Wasser. Also für die gleichmäßigere Verteilung, und das ist auch gut, ist unten nochmal eine Lochplatte drin, dass das Wasser gleichmäßig durch den ganzen Filter verteilt wird. Also das ist jetzt die zweite Kammer, aber die hat hier überwiegend biologischen Nutzen. Das sieht man auch, wenn ich das Material anschaue und wenn ich dran rieche. Das riecht also wirklich biologisch. In der dritten Kammer ist da eine Mischung aus Bürsten. Da liegt auch eine Leichtbürste drin, so wie ich das sehe, eine zusammengeschnittene Leichtbürste, Bürsten, bisschen Japanmatte. Die vierte Kammer ist dann, sind Japanmatten ganz normal, da hat er gefragt, ob er die, gehen wir hier kurz drauf, das sieht man jetzt, ich habe gerade bewegt und da ist jetzt richtig schön dieser Bakterienstaub, der sich in den Filtern immer löst. Hier, da ist die vierte Kammer, da sind Japanmatten drin, habe ich empfohlen zu belüften, sehr viel besser, sehr viel effektiver, weil so könnte es sein, dass wirklich die Schlitze zu groß sind und das Wasser einfach durchschießt und zu wenig durchs Material selber geht. Und die vierte Kammer ist dann Helix. Es ist ordentlich, es ist ordentlich besiedelt, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es ist schon dunkelbraun. Hier habe ich empfohlen, kann man nochmal statisch machen, kann man nochmal feststehend machen, festsitzend.
dass man einfach nochmal sehr viel mehr Filtermaterial reinpackt. Ja, ansonsten, er sagt, diese Anschlüsse, das waren jetzt nicht die besten, die brechen immer mal wieder auseinander. Das ist halt dann so, du kannst immer mal wieder auch hier oben drauf drücken und dann wird es wieder scharf, aber man muss immer gucken, dass Reck bleibt. Da muss man einfach schauen. Ja, ich hatte vorher geschraubte, gell? Mhm. Und jetzt habe ich die geklebte. Die geklebte. Genau. Also vorher waren es rein geschraubte und heute sind es mit Innotec geklebte von Koi Company. Und da sagt er, die sind jetzt besser. Und es ist wie überall im Leben, die Dinger gehen immer dann kaputt, wenn man gerade in Urlaub geht. Das ist aber ganz normal. Hier die Highblow hat er auch gesagt, er hat in vielen Blogs schon gesehen, dass die unterhalb des Wasserspiegels stehen, haben wir auch schon darauf aufmerksam gemacht, wenn dann der Strom ausfällt und man hat kein Rückschlagventil drin, dann ist alles kaputt. Also hier unten auch noch Ausläufe für jede Kammer, das kann natürlich wunderbar hinten in die Thuja-Hecke fließen. Dann sollte man halt gerade dran denken, ob man Salz im Wasser hat oder nicht. Die Thuja-Hecke verrät es einem dann, wenn man falsch gelegen ist. Das vielleicht noch. Und dann hier einfach, wissen Sie, dann kann man auch mal mit dem Spanngurt so einen Gurt festhalten. Für 600 Euro darf man nicht viel fragen, das ist einfach so. Und das ist einfach günstig gebaut, aber jetzt mal blöd ausgedrückt, das ist jetzt eine Filteranlage für 6000 Liter Wasserdurchsatz in der Stunde. Viel mehr würde auch durch die, nicht durchgehen, durch die Überläufe. Zumindest würde man dann sehr viel höhere Niveausprünge bekommen. Er hat es auch schon als Treppe aufgebaut, dass die immer ein bisschen niedriger kommen. Wenn du mal unten zeigst, Linda, hier, der ist am höchsten unterbaut und dann ist das quasi schon wie eine Treppe durch, weil das Wasser, der Wasserstand ja von Behälter zu Behälter abfällt. Sonst funktioniert es nämlich nicht. So, das sind meine Chucks, die sind fast neu. Ja, was gibt's noch? Nein, so baut man eine Filteranlage, das können wir auch mal im Winter, ja, hier hinten ist noch für die Rückleitung, hier ist noch die UV-Lampe drunter versteckt. Allerdings nur an einer Pumpe, gell? An einer Pumpe? Nein, das reicht. Da ist noch die UV-Lampe drunter versteckt. An der 10.000er. So bastelt man Filter und da gibt es keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Man kann es sicherlich optimieren. Ich würde das immer mit 100er Rohrleitung verbinden, vielleicht auch mit 200er Rohrleitung. Wenn man es mit 200er Rohrleitung verbindet, dann werden auch die Niveausprünge von Kammer zu Kammer etwas reduziert. Ist jetzt natürlich die Frage, wird der Niveausprung überwiegend durch die Rohrleitung provoziert oder durchs Filtermaterial. Man kann da auch spielen. Wenn man sieht, die Niveausprünge werden zu groß von Kammer zu Kammer, kann man auch etwas Filtermaterial rausnehmen, dass der Widerstand zurückgeht. So. Es ist eine arbeitsintensive Filteranlage, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, für einen 20.000 Liter Teich eine leistungsstarke Filteranlage, da kann ich auch 5.000, kann ich auch 10.000 Euro dafür ausgeben. Und wenn es schon mein Hobby ist, dann kann ich auch alle 10 Tage mir mal eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um so einen Vorfilter zu putzen. Und glauben Sie mir, ich kenne viele Leute, die sagen, das macht mir sogar Spaß, weil ich weiß gar nicht manchmal, was ich im Garten treiben soll, wenn ich gerade da draußen bin. So, also für 600 Euro können Sie sich sowas kaufen. Und selber zusammenbasteln. Meins wäre es nicht, weil ich kein Bastler bin und kein Heimwerker. Aber Günther hat es hingekriegt. Ich finde es toll, ich finde es stark. Und wir werden mal uns ein paar Gedanken machen und werden mal ein paar Zeichnungen online im Blog machen, wie man vernünftig sowas bauen kann, dass es auch vom Fließschema her passt. Und vielleicht können wir auch mal in Obi gehen und uns einfach das Material zusammenkaufen, was man dafür braucht. Zusammen mit Koi-Discount dann, mit Koi Company, mit den Materialien. Wäre auch mal eine spannende Geschichte. So, in diesem Sinne. Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Blog.